Ja, richtig, dieses Projekt gibt es ja auch noch. Herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts Final Mix. Nach viermonatiger Pause geht es endlich wieder weiter hier. Wo hat ja auch lange genug gedauert, würde ich mal sagen. Und deswegen, ja, freue ich mich auch sogar richtig doll darüber, dass ich endlich hier mal weiterspielen kann. Auch wenn ich es natürlich zeitlich gesehen, naja gut, vielleicht ein klein wenig unpassend ist. Aber ich bin dennoch der Meinung, es muss endlich mal zu Ende gebracht werden. Und vor allem auch das Nachfolgeprojekt Kingdom Hearts 3 Chain of Memories muss dann ja auch noch bald so schnell... Es geht beendet werden, und zwar mit der Begründung, ja, dieses Jahr am 5. Dezember 2014 wird ja nämlich ja schon Kingdom Hearts HD 2.5 Remix herauskommen, sogar hier der Europa Release. Und bis dahin muss ich ja natürlich hier alles fertig haben, damit ich ja gleich pünktlich das Projekt dann auch starten kann. Ja, wollen wir doch erstmal sehen, wo ich überhaupt hier stehen geblieben bin. Erstmal, ja, ich kann ja die Waffe hier ausrüsten. Ja, wir haben ja, glaube ich, beim letzten Mal, auch wenn es verdammt lange her ist, ja hier den tiefen Dschungel abgeschlossen. Und ich war ja, soweit ich mich erinnere, noch dabei, hier den Totenbaum hier zu absolvieren. Also sprich nochmal alle Strecken hier durchzufahren, um die Belohnungen einzukassieren. Und ich denke mal, wir fangen da mal sofort mit an, ohne jetzt noch lange darüber nachzudenken. Denn immerhin, ich will erstmal schnell hier fertig werden und dann geht es ja auch bald in die nächste Welt hinein. Und jetzt muss ich mal eigentlich überlegen, bei welcher Strecke ich eigentlich überhaupt verdammt nochmal stehen geblieben bin. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Werden wir ja gleich sehen. Also auf jeden Fall ein bisschen zu tun haben wir ja trotzdem noch. Und hopp! Und schnell die Frucht hier noch mitnehmen und dann geht's hier gleich scharf links rein in die Höhlenstrecke. Okay, so. Müssen wir eigentlich schon aufpassen, weil diese Strecke mag ich wirklich am allerwenigsten, weil ich da echt manchmal wirklich so schnell aus der Spur fliegen kann, dass ich einfach mal die Früchte hier verpasse. Na gut, die ersten hier gehen ja eigentlich noch. Aua! Aber wenn ich jetzt gleich hier bei dem großflächigen Bereich hier komme, dann wird es natürlich ein bisschen komplizierter. So, da geht es ja auch schon los und ich muss ja aufpassen, dass ich hier nicht versehentlich aus der Spur komme. So, Vorsicht. Wäre ich jetzt beinahe hier auseinandergeschlittert, das ging ja gar nicht. Gut, damit ist also auch das hier schon geschafft. Und jetzt muss ich mir überlegen, ich muss ja, glaube ich, links rum. Hoffe ich mal zumindest jetzt nicht, dass ich jetzt hier die falsche Strecke mache. Naja, aber scheint die richtige zu sein. Gut. Dann geht's mal weiter hier mit der Strecke Nummer 3. Ich weiß jetzt nicht, war ich eigentlich schon an der Stelle so weit oder habe ich erst die... Oder habe ich sogar schon bereits die vierte Strecke hier freigeschalten? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wie gesagt, das ist ja eben halt 4 Monate her. Ich erinnere mich jetzt hier so gut wie an gar nichts mehr. Ja, okay, ich habe erst die dritte Strecke hier geschafft. Dunkelmaterie haben wir dafür erhalten. Ja, das ist eine etwas neuere Belohnung. Die gab es zum Beispiel in der normalen Version von Kingdom Hearts ja nicht. Weshalb ich halt wirklich dabei bin, ich mache dieses Minispiel wirklich noch einmal hier für euch, damit ihr eben halt die neuen Belohnungen nochmal alle sehen könnt. Okay, da wollen wir mal kurz gucken. Item. Ich glaube, ich hatte eigentlich vorher schon mal dunkle Materie, kann das sein? Und ich habe immer noch eine Postkarte hier. Tatsache, ich hatte schon bereits jetzt eine dunkle Materie besessen. Oh, cool. Donut erlernt MP hast. Das ist ja wirklich schön. Da kann ich sogar auch gleich ausrüsten, weil er auch gleich AP-Bonus bekommen hat. Los, jetzt komm schon. Jetzt stimmt doch endlich mal, du blöder Affe. Mein Gott. Nimm das. Und wo ist jetzt der andere? Ah, da ist er ja. Okay, die sind alle weg. Und so, kommt jetzt erstmal wieder das Menü, damit ich jetzt Donald die neue Ability ausrüsten kann. MP hast. Ausrüsten. So, und was habe ich hier für Sora Tech Boost EXP Zero? Muss ja nicht sein. Ah, aber ich habe ja Reflektor. Das ist gut. Reflektor ist super. Gut, dann mache ich mich mal jetzt wieder auf den schnellsten Weg mal zurück zum... Ja, zum Totenbaum hin. Oh, und da sind die schon wieder. Mit denen will ich mich allerdings jetzt nicht rumärgern. Ich gehe einfach mal weiter. Training kann ja auch ein andermal gemacht werden. So, und... Ah, warte mal, die sind ja auch noch hier. Dem muss ich mich auch nicht rumärgern, wenn es Pufunkis wären. Das wäre natürlich was anderes. Die würde ich ja mit Freunden hier gerne erledigen. Immerhin, Freundentausch ist ein sehr seltenes Item und ich habe nicht sehr oft die Gelegenheit, eins zu sammeln. Alles klar, so. Und... Hopp.
Gut, dann kommen wir auch hier rüber und dann nochmal hier auf das Nilpferd drauf. Alles klar. Und schon haben wir ja schon das meiste hier geschafft. Man ist aber auch ein bisschen immer jedes Mal nervig, dass ich hierfür extra den ganzen Weg immer jedes Mal hochlatschen muss. Ja gut. Ich muss ja noch ein Stück höher, genau. Zum Mammutbaum rauf. Ah, und da kommen ja auch die hier noch dazu. Aber die stören mich jetzt absolut gar nicht. Ich gehe in die Baumwipfel und von dort aus komme ich ja wieder runter zum Totenbaum. Und schon geht es hier los mit dem vierten Durchlauf. Obwohl, ich glaube, es ist sogar der fünfte, weil ich ja beim letzten Mal ja einen Extra-Versuch machen musste. Wenn ich mich nicht irre. Also ich meine, so dunkel kann ich mich doch ein bisschen daran erinnern. Naja, wie auch immer. Erstmal hier rechts entlang. Ja, das kennt man ja alles schon bereits. Einfach mal sauber hier überspringen und dann holen wir uns auch noch die 10. Frucht hier. Und wieder hier ab nach links. Ja. Na, Hauptsache Tarzan kommt einigermaßen noch gut hinterher. Ja, Tatsache, hat er uns schon wieder eingeholt. Vorsicht! Diesmal kriegt die Säulenstein mich hier nicht. Und der hier auch nicht. Und der hier sowieso nicht. So, jetzt ganz ruhig bleiben, bloß nicht aus der Spur fliegen. Okay, hat gut funktioniert. Oh, verdammt. Hier komme ich immer jedes Mal so ein Schlittern. Das gibt's doch nicht. Aber hat ja ganz gut funktioniert. Also ich meine, die zweite Strecke ist eigentlich für mich immer das Schwierigste, aber sobald ich die habe, dann ist der Rest eigentlich immer kein Problem. Also, da kenne ich ja zum Glück die einzelnen Stellen immer auswendig und die sind wirklich sehr leicht zu erreichen. Ich meine, das hier ist wirklich das Komplizierteste wegen dieser einen großflächigen Stelle dort. Dass man da eben halt versuchen muss, die Spur zu halten. Aber sonst funktioniert alles tadellos hier. Okay, und da haben wir auch schon diese jetzt. Klar, jetzt muss ich ja hier nach rechts hoch. Und diese Strecke hier läuft ja natürlich ein klein wenig langsamer. Ich kann natürlich so ein bisschen beschleunigen, aber ich sollte ja trotzdem vorsichtig sein, weil es manchmal ein klein wenig unübersichtlich ist. Immerhin, hier geht es immer nach oben und nach unten. Da kann es ja schon mal passieren, dass man ja eben halt sehr spät die Früchte erkennen kann. Und 4. Dafür kriegen wir Schutzengel. Und damit ist auch schon Strecke Nummer 4 absolviert. Das heißt, es wird nur noch eine einzige und dann kann ich endlich in die nächste Welt reisen. Da wären wir schon wieder. Dieses Mal hier in der Wasserfallhöhle. Also nochmal ein kleines Stückchen weiter weg von dem Totenbaum. Aber gut. Wenn ich das hier noch in einem Durchlauf schaffe, spielt das ja eigentlich keine Rolle. Sind wir erstmal wieder hier. Und da kommen erstmal die alten Affen wieder, aber die interessieren mich jetzt ehrlich gesagt kein bisschen. So, die interessieren mich auch nicht. Also es ist ja, wenn es ein seltener Herzloser wäre, dann wäre das natürlich was anderes. Dann würde ich mich ja natürlich schon gerne damit beschäftigen. Da ist ja dieser eine Schwarze da, der ja sich ja immer jedes Mal so vervielfältigen kann, als ob er denkt, er wäre Naruto oder so. Naja, wie auch immer. Gehen wir doch erstmal weiter. Wir müssen ja wieder auf den Baum rauf. Na gut, allzu lange dauert es ja zum Glück auch nicht. Erst recht nicht, wenn ich mich hier die ganze Zeit nicht einmal mit Kämpfen beschäftigen würde. Dann ist es natürlich sehr, sehr flott. Okay, und hier rauf. Dann wieder auf dem Rücken des Nilpferds. Oh. Dachte ich jetzt echt schon, ich schaffe das hier gar nicht mehr, weil ich ein bisschen zu früh abgesprungen bin. Aber, naja. Ich kann es halt noch ein wenig, wie es aussieht. Okay, und dann nichts mehr rauf hier. Jetzt sind ja die auch noch hier. Und, das kommt schon, rauf da. Geht doch.
Also dann ein letztes Mal noch, hoffe ich zumindest, also jetzt nicht, dass ich jetzt hier schon wieder an einer Stelle verkacke. Das ist ja jetzt nämlich gar nicht so schön, also das... Ja, darauf möchte ich am liebsten gerne verzichten. Also schön, dann holen wir uns mal wieder hier die schönen leckeren Früchte. Was sind das eigentlich überhaupt genau? Das sind keine Ananas. Vielleicht eine Mango? Möglich wär's, aber ne, ich glaube für die Mango ist sie ein bisschen zu dunkel, oder? Ich weiß nicht, was genau das für Früchte jetzt sind. Ich glaube sowieso für Mango, das stimmt doch sowieso die der Farbton nicht so ganz. Naja, sieht auf jeden Fall ein bisschen komisch aus. Vielleicht ist es auch eine Frucht, die es eigentlich überhaupt gar nicht gibt. Aber was weiß ich denn schon? Ich kenne mich hier mit tropischen Früchten überhaupt nicht aus. Na gut, erstmal hier noch ein Stück und dann das hier auch noch. Genau. Und vorsichtig mal bei den kleinen Ständchen hier aufpassen. Wow. Oh, verdammt. Das geht natürlich ein bisschen rasant hier. Alles klar, gut, dann gehen wir mal hier wieder ein bisschen vom Gas runter, damit ich ja hier genau zielen kann. Okay, die habe ich, die habe ich. So, die habe ich auch. So, und der Rest ist eigentlich kein großes Problem mehr. Außer jetzt natürlich immer diese Sache mit dem Schlittern. Das irritiert mich jedes Mal so. Aber sonst weiter. Na, alles okay. Alles klar, zweite Strecke auch wieder ohne Probleme bestanden. Obwohl, bei der letzten mache ich mir natürlich auch ein bisschen Sorgen, weil die ist ja nämlich auch ein bisschen schnell und da kann man ja eigentlich auch leicht mal was übersehen. Aber mal sehen, vielleicht kriege ich es ja doch noch irgendwie hin. Lass mich hier schön weit ausbrechen. Okay. Erstaunlich, dass Zora dabei nicht abstürzen kann. Und erstaunlich überhaupt, dass er eigentlich auch an so einer... Was ist das überhaupt hier? Ein Ast? Ein riesiger Ast, würde ich mal sagen, ist das? Ja, dass er sogar sich überhaupt hier eigentlich da noch nach hoch bewegen kann. Also eigentlich ist das physikalisch hier alles völlig unmöglich. Tja, typisch Square Enix. Die scheißen auf die Gesetze der Physik. Okay. So, hier kann ich mich eigentlich schon mal ein bisschen weiter rechts halten. Oh, da kommt's ja schon. Und dann wieder ein bisschen weiter in die Mitte und dann schön hier nach links jetzt rauf. Damit kommen wir endlich auf die letzte Strecke oder den letzten Streckenabschnitt. So, dann wollen wir mal sehen, wo ist der Kran? Da ist ja erstmal die ersten drei. So, da sind die nächsten drei. Wow, wow. Und da ist sie, die letzte Frucht. Und wir haben den Kraftbolzen erhalten. Na gut, der ist eigentlich nicht unbedingt gerade was Neues, würde ich mal behaupten. Aber wir sind jetzt hier durch mit der Urwaldrutsche. Wurde auch langsamer Zeit. Ich meine, ich habe das echt viel zu lange hinausgezögert. Kannst du 4 Monate? Ich glaub's immer noch nicht. Na schön, dann wollen wir jetzt mal gleich mal hier mal Zora hier mit dem ganzen neuen Zeug hier mal ausrüsten. So, habe ich erstmal Kraftbolzen, Angriffskraft gesteigert, Schutzengel und Abilitamin. Gehört alles Zora. Okay, das reicht eigentlich auch erstmal so eine Weile. Dann werde ich jetzt endlich mal von hier abhauen. Außer jetzt natürlich, es kommt wirklich jetzt noch so ein Herzloser, den ich hier zwischendurch mal bekämpfen könnte. So ein seltener meine ich jetzt. Also normale Herzlose sind zwar eigentlich auch ganz nett, aber die interessieren mich zurzeit einfach gar nicht. Okay, die sind auch nicht neu. Probieren wir es mal hier. Ah, du kommst wie gerufen, Kleiner. Dann versuchen wir es hier gleich mal mit Eis. Nein, du sollst nicht frieren, du sollst deine Hände wedeln. Ich sagte Hände wedeln, jetzt komm schon. Ah, Mann, jetzt hätte ich eigentlich lieber doch mit Feuer anfangen sollen, dann wäre es auf jeden Fall einfacher gewesen. Naja, schön, der kann auch Liegestütze machen, wissen wir alles. Okay, dann haben wir erstmal den zweiten und jetzt noch... Ja, Blitz beherrsche ich leider noch gar nicht. Und das war's auch schon. Damit ist er erstmal von seinem Leid erlöst und wir bekommen dafür Cyanidstein und Eismeister mal wieder. Den Eismeister kann ich ja verkaufen, weil ich habe ja schon bereits welche davon. Und dann machen wir hier auf dem mal Vita. Das macht er ja zum Glück am häufigsten hier.
Okay, da macht er jetzt wieder Feuer. Und schon ist er hier auch erlöst. Schön, dann zeig mal, was du hast. Nur ein Vita-Meister. Wollen wir erstmal kurz gucken, was habe ich eigentlich überhaupt alles für Meistertitel? Dreimal Eismeister schon? Oh, und das ist sogar mein erster Vita-Meister. Ah, das ist ja gut, dass ich das wenigstens mal benutzt habe. So, hier ist noch einer. Zeit mache ich eigentlich nur Eis auf den. Das kommt schon. Spiel hier nicht mit mir rum, Kleiner. Ja, stimmt, die Kamera nicht so richtig. Wenn die anderen so im Weg sind, kann ich kaum erkennen, was genau der eigentlich hier macht. Ja, ich glaube, das dauert jetzt eh zu lange. Der löst sich gleich auf, oder? Der macht gar kein Eis mehr. Ah, also jetzt ist er weg. Na schön, dann ist das ja also erledigt. Dann hau ich einfach mal ab. Na, 4 Minuten bis Partende noch. Na gut, bis zur nächsten Welt schaffe ich es aber noch. Also erstmal ab in den Gummijet. Und dann ab zum nächsten Ziel hin. Dass er hier unten ist. Normal, unbekannt Stufe 2. Das heißt also, es ist sogar ein bisschen leichter als jetzt hier der tiefe Dschungel. Also sollte er kein Problem sein. Muss ich mich ja wieder hier bei der Gummijet-Steuerung umgewöhnen. Da sind nämlich Kreis- und X-Tastenbefehle ja irgendwie jetzt auf einmal hier vertauscht worden im Vergleich zur normalen Version. Das ist echt was Neues. Alles hier einfach aus der Ferne abgeballert. Die hatte ich wohl alle anscheinend schon, die ganzen Baupläne für dieses Schiff. Los, komm schon, brich durch, brich durch, brich durch! Verdammt! Verdammt! Hat nicht ganz gereicht. Mist. Na super. Das ist ja echt nicht zu fassen, dass ich da einfach nicht durch diesen verdammten Meteoriten da durchkomme. Das darf doch echt nicht wahr sein. Ja gut, dann muss ich es eben halt nochmal probieren. Ich rechne auch mit nur einer einzigen Bordkanone, das bringt ja auch nicht so viel, muss ich sagen. Muss ich später unbedingt mal daran denken, dass ich mal das, ja, das Schiff hier mal ein bisschen aufrüste, damit es wenigstens noch eine zusätzliche Waffe hat. Das wäre ja natürlich ein normales Blitzgummi noch, oder? Sogar vielleicht sogar 2 oder 3 Stück davon. Also ganze 4 Stück auf einmal wäre ja jedenfalls verdammt genial. Wenn ich die alle ans Schiff anbauen würde, dann könnte ich ja damit erstmal sonst was hier zerballern. Jetzt komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt geh endlich kaputt. Okay, da muss ich wohl... Das hat einfach nichts gebracht. Irgendwie, naja gut. Kanone ist leider ein bisschen zu schwach. Da kann ich die großen Asteroiden leider nicht so einfach zerschießen. Ja, ich hoffe mal, ich kriege hier bald wenigstens ein bisschen Heilmittel jetzt dabei wieder. Dann sonst... Ah ja gut, da habe ich welche. Da muss ich mir ja keine Sorgen machen. Also das schaffe ich ja noch. Gut, wieder voll geheilt. Jetzt schön aufpassen. Sind wir nicht mal bald da hier. Weil ein paar Zeit läuft mir auch schon wieder davon und... Nicht zu fassen. Oh. Warte mal, die hatte ich glaube ich noch nicht, oder? Oh. Tatsache, Shiva. Oh, 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 oh. Verdammt. Das war eben gerade ein bisschen knapp. Ich hatte auch wieder ein bisschen was abbekommen, weil ich ja eben gerade so eine Wand gestreift habe. Sonst geht's eigentlich. So, dann kommen jetzt erstmal die hier schon wieder. Oh. Verdammt, und die schießen hier mit Raketen auf mich. Geht aber gar nicht. Verdammt, hat mich doch noch was erwischt. Ah, Mann, das dauert aber. Müssen wir nicht langsam endlich mal angekommen sein? Na, also sag ich doch, da ist es doch. Unser nächstes Ziel.
Das ist mal wieder die Arena des Olymp. Wir hatten nur ein Highscore, weil wir die Strecke hier sowieso das erste Mal geflogen sind. Ja gut, aber bevor ich dort lande, beende ich an dieser Stelle erstmal den Part. Ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuschauen und beim nächsten Mal geht es weiter hier mit Kingdom Hearts Final Mix. Bis dann und tschüss!